Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Sie kennzeichnen die drei Würfel. Do you know what's going to happen tonight? You're going to die. Chrissy! He's got a gun. This freak knows everything about your sister's disappearance. And I'm gonna get to the bottom of it. Ich meine, du kommst alle Jubeljahre mal hierher und das ist das Erste, was du fragst. Wie wär's denn mit wie geht's? Hast du schon eine Arbeit? Freust du dich auch, mich zu sehen? Ich habe mich riesig drauf gefreut, dich zu sehen. Und dann habe ich gesehen, wem du rumhängst. Und dann habe ich mich plötzlich nicht mehr gefreut. Warum? Glaubst du etwa, bei denen kannst du Karriere machen? Na, wo denn sonst? Bei dir? Jederzeit. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Danke, ich brauche keine Almosen. So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich.